dem Top 12 beginnen, was das Heinrich-Schütz-Konservatorium angeht. Frau Klepsch würde kurz in die Vorlage noch einmal einführen. Und dann würden wir in die Debatte einsteigen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Ich denke, ich kann das kurz machen. Das Thema ging ja auch umfangreich durch die Lokalmedien wie die bundesweiten Medien mit dem Urteil des Bundessozialgerichtes vom Juni 2022, dem sogenannten Herrenberg-Urteil, ist eine neue Rechtsprechung entstanden, was die Beschäftigung von Honorarlehrkräften an Musikschulen in der Bundesrepublik betrifft. Sprich, die Deutsche Rentenversicherung nutzt dieses Urteil nun, die Beschäftigung von Honorarlehrkräften als sozialversicherungspflichtig durchzusetzen. Und insofern ist auch die Landeshauptstadt Dresden als Rechtsträgerin des Eigenbetriebes Heinrich-Schütz-Konservatorium angehalten, hier Rechtssicherheit herzustellen. Und insofern ist in den vergangenen Monaten zunächst ein Gutachten eingeholt worden, das dem Stadtrat bereits vorgelegt wurde, und ein Statusfeststellungsverfahren für die Honorarbeschäftigten am Eigenbetrieb HSKD durchgeführt worden. In der Endkonsequenz ist die Verwaltung zur Auffassung gelangt, dass hier die Honorarlehrkräfte bzw. das Unterrichtsdeputat der über Honorarkräfte erbrachten Unterrichtsstunden in Festanstellungen zu überführen ist, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, und das ist Gegenstand der Vorlage. Gleichwohl gilt es, dies auch finanziell entsprechend zu untersetzen. Und insofern haben wir innerhalb der Verwaltung mit der Eigenbetriebsleitung nach Lösungen gesucht, wie das Ganze finanziell untersetzt werden kann. Das setzt sich zusammen aus drei Finanzierungsbestandteilen beziehungsweise zunächst aus dem bisherigen Honorarkostenbudget des Eigenbetriebes für die Honorarlehrkräfte sowie einer außerplanmäßigen Entgelterhöhung, die dann Beschlussgegenstand einer weiteren Vorlage der heutigen Stadtratssitzung ist. Und mit Blick auf den angespannten städtischen Haushalt haben wir als Verwaltung dem Stadtrat vorgeschlagen, zunächst 30 Vollzeitäquivalente im Eigenbetrieb zu schaffen. Das entspricht dem Anteil von 900 Jahreswochenstunden bei einem Gesamtjahreswochenstundenansatz von aktuell 1520 Wochenstunden. Und sowohl der Betriebsausschuss, was der Ausschuss für Kultur und Tourismus ist, als auch der Finanzausschuss in einer Sondersitzung vor der heutigen Stadtratssitzung haben jedoch festgestellt, dass es angemessen ist, den Unterrichtsumfang des Eigenbetriebs HSKD im bisherigen Volumen fortzuführen und daraus resultierend dann entsprechend 50 Vollzeitäquivalente zu schaffen. Die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses aus der heutigen Sitzung ist auch den Mitgliedern des Stadtrates ausgeteilt worden und liegt Ihnen vor. Und insofern können Sie jetzt in die Debatte eintreten und dann abschließend entscheiden. Ich möchte an der Stelle noch einmal feststellen, dass es zur Vorbereitung des nächsten Schuljahres notwendig ist, hier Planungssicherheit und auch Finanzierungssicherheit herzustellen, um entsprechend die Personalstellen aufzubauen bzw. auch den Unterrichtsumfang abzusichern. Und insofern vielen Dank an die Mitglieder des Stadtrates, die sich hier auch sehr ausführlich in den letzten Wochen mit der Materie beschäftigt haben, und ich freue mich, wenn es heute da zu einer Beschlussfassung kommt. Okay, vielen Dank. Ein Hinweis noch zu dem Ihnen vorliegenden federführenden Ausschussbericht Finanzausschuss, den wir dann zur Abstimmung stellen werden. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, den würde ich mündlich noch mal korrigieren, damit wir jetzt nicht noch mal austeilen müssen, und zwar in Punkt 8 bleibt es dabei, der Stadtrat lehnt jede Kürzung und so weiter ab, und der fettgedruckte Abschnitt bekennt sich zum Erhalt, wird hier wieder rausgestrichen, ja, damit jeder dann auch weiß, was die Abstimmungsgrundlage ist. Also wie gesagt, das wird in Punkt 8 von mir jetzt mündlich so korrigiert und dann so als federführender Ausschussbericht zur Abstimmung gestellt.
Kommen wir zur Debatte. Ich frage mal, wollen die Freien Wähler, Freie Bürger zunächst ihren Ergänzungsantrag einbringen? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kollegen, wir konnten lesen, nach der Kulturausschusssitzung in der DNN, glaube ich, Erfolg hat viele Mütter und Väter. Das ist auch gut so, denn Kommunalpolitik ist in allererster Linie Sachpolitik und sollte über alle Parteigrenzen hinaus angepackt werden. So geschehen im bis dato federführenden Kulturausschuss zur, ich mache es mal einfach, zur Rettung des HSKD. Unser Änderungsantrag zum Antrag der SPD beinhaltete damals nicht nur statt der 40 Personalstellen 50 Personalstellen, sondern auch eine Finanzierungsquelle, nämlich nicht die Nutzung von dem dunklen Loch, von dem mysteriösen Steuereinnahmen, sondern die Nutzung eines Liquiditätsbeitrags. Das ist augenscheinlich wohl vom Rechtsamt kassiert worden. Jetzt haben wir also die Beschlussempfehlung von Seiten des Ausschusses für Finanzen, der wohl jetzt federführend ist. Ich habe heute gelesen, dass der OB eine Haushaltssperre befürchtet. Interessant, dies alles nach der Stellungnahme zur Finanzierung von Frau Klepsch absolut ablehnend und noch gipfelnd in einer Argumentation pro HSKD und gegen die freien Musikschulen, wo sie nämlich dem HSKD, ich zitiere mal, eine weltanschaulich neutrale Position oder Ausrichtung bescheinigt. Das finde ich ein bisschen eigenartig, kann man nachlesen in der Stellungnahme, die ist heute, glaube ich, auch durch den Posteingang gegangen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, zumal ich immer bis dato der Meinung war, dass sämtliche Bildungseinrichtungen natürlich genau diese Neutralität auch ausüben sollten. Unser Ergänzungsantrag, den ich Ihnen hiermit trotzdem vorlese, obgleich er doch quasi in die Beschlussempfehlung des heutigen Finanzausschusses eingegangen ist, geht in meinen Augen dennoch noch ein bisschen weiter, weil wir haben unter dem Punkt 8, unter dem Punkt 7, Entschuldigung, der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Qualitätsmusikschulen, die eine Förderung durch den Freistaat Sachsen erhalten, ab dem Schuljahr 2025/26 in das Finanzierungskonzept sozusagen mit einzubeziehen. Wir gehen da noch ein bisschen weiter. Wir benennen also Musikschulen. Wir benennen die Musikschule Goldenes Lamm und den freien Musikverein Paukenschlag. Wir alle wissen, dass, ich glaube, es sind 2800 Schüler, die von Seiten dieser freien Schule vornehmlich im Dresdner Norden ausgebildet werden. Wir wissen alle, dass die einen sehr wesentlichen Beitrag zum Bildungssystem bzw. zum Bildungsanspruch gerade hinsichtlich der musikalischen Früherziehung leisten. Und ich bitte Sie natürlich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir würden zunächst mit dem Rederecht beginnen. Bitte schön. Herzlich willkommen im Stadtrat. 5 Minuten Zeit. Bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Donhauser, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats. Mein Name ist Mirjam Lehmann. Ich bin Vorsitzende der Elternvertretung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums. Ich spreche ausdrücklich auch im Namen des Vereins Freunde des HSKD e.V. Das Heinrich-Schütz-Konservatorium wird, so wie es jetzt ist, in dieser Stadt gebraucht. Durch das Herrenberg-Urteil besteht eine Rechtsprechung, in die Musikschullandschaft verändert. Das begrüßen wir als Elternvertretung, wenn das heißt, dass es für Honorarlehrkräfte ab dem neuen Schuljahr eine solide Perspektive gibt und das nicht auf Kosten anderer kultureller Einrichtungen oder der freien Szene. In Dresden gibt es eine starke Identifikation vieler Dresdnerinnen und Dresdner mit ihrem HSKD. Was die 15.200 Stimmen der Petition Die Fortführung des Unterrichts am HSKD ist in Gefahr belegen und was die Kundgebung heute am Nachmittag zeigte. Das HSKD stärkt als außerschulische Bildungsstätte generationsübergreifend das friedliche und demokratische Miteinander in der Stadt.
vom 6-monatigen Kleinkind in der musikalischen Früherziehung, dem ukrainischen Jungen, der Akkordeon spielt, bis zur 78-jährigen Seniorin, die Gitarrenunterricht nimmt. Das HSKD hat sowohl junge als auch alte Schülerinnen und Schüler. Dresden ist als attraktiver Wirtschaftsstandort dann besonders interessant, wenn hier verwurzelte Fachkräfte genau wie zugezogene kulturelle Angebote selbst und für ihre Kinder nutzen und genießen können. Musik- und Tanzangebote sind wichtig, um Soft Skills zu fördern und das seelische Wohlbefinden zu stärken, was wir als Eltern sehr wichtig finden. Wir sind froh, dass eine wohlwollende Haltung gegenüber der musisch-tänzerischen Bildung Konsens im Stadtrat ist. Dankeschön. Dennoch braucht es für die Wandlung aller Unterrichtsstunden von Honorarlehrkräften zusätzliche finanzielle Unterstützung aus dem städtischen Haushalt. Wir wissen auch, dass der städtische Haushalt angespannt ist und es viele Bedarfe an Sie als Stadtrat gibt. Ich möchte Ihnen aufzeigen, was die Eltern und Schülerinnen und Schüler beitragen werden, um die Finanzierungslücke zu schließen. Wir leisten, zugegeben zähneknirschend, unseren Beitrag mit einer dauerhaften Entgelterhöhung. Statt 2% sollen ab August die Entgelte um 10% erhöht werden. Wichtig ist uns, dass auch weiterhin Familien mit geringem Einkommen die Möglichkeit haben, am Unterricht teilzunehmen. Die Sozialermäßigung unterstützen wir daher ausdrücklich. Auch wir setzen uns beim Freistaat für eine Erhöhung der Finanzierung der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung ein. Wir werden die Eltern auffordern, an Vertreter des Sächsischen Landtages zu schreiben. Sie wissen, Sie haben auch Post bekommen. Wir unterstützen die Musikschulleitung bei der Suche nach Konsolidierungsmöglichkeiten. Ganz im Wortsinne, konsolidare, machen wir uns stark für Breitenangebote und Kooperationen. Ich selbst bin Grundschullehrerin. Wenn meine Schulleitung jetzt im Mai mit der Hälfte der Kolleginnen und Kollegen noch nicht planen könnte, könnte sie kein Auge mehr zumachen. Daher ist es wichtig, dass Sie heute dafür stimmen, dass die Angebote des HSKD weiterhin finanziert werden. Dann könnten die Stellen ausgeschrieben und besetzt werden oder je nachdem, wie das dann gelöst wird. Im August könne das neue Schuljahr mit den allermeisten Angeboten wie gewohnt starten. Warum engagiere ich mich für das HSKD? Warum stehe ich jetzt hier? Zuallererst ein persönlicher Grund. Zwei meiner Kinder besuchen oder besuchten das HSKD und ich bin sehr stolz auf das, was sie da leisten. Aber es sind auch andere Teile, die mich dafür bereit gemacht haben, heute hier zu sprechen. Das ist die Qualität des HSKD. Es gibt Breitenausbildung und Spitzenausbildung, Ensembles, Chöre, eine große Tanzabteilung, Kooperation mit Schulen und Angebote für Erwachsene. Erst im vergangenen Wochenende war das HSKD mit 3 Medaillen der erfolgreichste sächsische Teilnehmer im Bundeswettbewerb Jugendtanz. Kontinuität. Seit 6 Jahren ist das HSKD Eigenbetrieb und ich glaube, es ist wichtig, das nochmal zu betonen. Es ist eine städtische Musikschule. Und das HSKD ist groß. Das wurde auch schon gesagt. 8.000 Schülerinnen in 42 Unterrichtsfächern. Ich lade Sie herzlich ein, im nächsten Jahr zum Tag der offenen Tür ins Kraftwerk Mitte zu kommen. Das HSKD wird so gebraucht, wie es ist, vielfältig, hochwertig und langfristig geplant. Denn Investitionen in Bildung lohnen sich immer. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt FDP, danach AfD-Fraktion. Herr Hase, bitte. Schön, dass es schon Kommentare gibt hier von den Grünen, ohne zu wissen, was kommt. Sehr geehrter erster Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, um es gleich vorwegzunehmen, Leistung muss sich lohnen. Für mich als Liberalen ist der Grundsatz unstrittig. Wer gute Arbeit leistet, soll auch gutes Geld verdienen. Von daher ist die leistungsgerechte Bezahlung, was gibt es da zu lachen? Von daher ist die leistungsgerechte Bezahlung der Musikpädagoginnen und Musikpädagogen sowie der Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer des Heine-Schütz-Konservatoriums eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn dies nun durch höchstrichterliche Rechtsprechung nicht mehr aufgrund von Honorarverträgen geht,
dann ist die Politik selbstverständlich dazu angehalten, etwas zu tun. Dann müssen die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Wir haben es bereits gehört, das sogenannte Herrenberg-Urteil aus dem Sommer 2022 bringt Musikschulen und ihre Träger derzeit deutschlandweit in Bedrängnis. Mit dem Urteil stellt das Bundessozialgericht fest, dass an Musikschulen kaum die Rahmenbedingungen für eine echte unternehmerische Tätigkeit gegeben sind. Die Konsequenz? Eine Beschäftigung von Musikschullehrkräften auf Honorarbasis ist rechtswidrig. Die Voraussetzungen für eine Honorarbeschäftigung sind im Sommer 2023 nochmals verschärft worden. Viele Kommunen mussten seitdem hohe Strafen zahlen. Und so steigt natürlich der Druck, sämtliche Honorarkräfte in ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis zu bringen. Dieser rechtlichen Verpflichtung stehen natürlich die Möglichkeiten der kommunalen Haushaltsführung entgegen. Und die sind nun einmal endlich. Auf Grundlage des beschlossenen Doppelhaushaltes hat die Verwaltung die Umwandlung der bisherigen Honorarstellen in 30 Vollzeitäquivalente vorgeschlagen. Dies wäre aber mit einer deutlichen Einschränkung, das haben wir bereits gehört, des Leistungsangebotes einhergegangen. Und so laufen nun schon seit Wochen die Diskussionen, was uns denn die Arbeit des Heinrich-Schütz-Konservatoriums im wahrsten Sinne des Wortes finanziell wert ist. Dass diese Arbeit gesellschaftlich und pädagogisch wertvoll ist, ist, glaube ich, unumstritten. Das wird hier im Raum wirklich niemand ernsthaft in Frage stellen. Strittig ist, woher das Geld kommen soll, damit das bisherige Leistungsangebot ohne Stundenkürzungen weiter durchgeführt werden kann. Hinzu kommt natürlich die berechtigte Sorge vieler Eltern, dass eine Anhebung um 10% der Elternbeiträge für viele finanziell nicht machbar ist. Schon heute gehört das HSKD zu den teuersten Musikschulen in Deutschland. In Leipzig zahlt man vergleichsweise deutlich weniger für die musikalische Ausbildung seines Kindes. Wir alle wissen, dass es also sehr viel teurer wird. Und damit meine ich nicht die Zwischenfinanzierung im aktuellen Haushaltsjahr, sondern die Kosten, die wir ja permanent ab dem 1. Januar 2025 haben. Wenn wir heute hier diese politische Entscheidung fällen, muss uns allen klar sein, dass bei den Haushaltsverhandlungen im Herbst das ein oder andere Lieblingsprojekt dieser oder jeder Partei eben nicht mehr finanzierbar sein wird. Jeden Euro kann man nur einmal ausgeben. So viel Ehrlichkeit gehört auch im Wahlkampf dazu. Zur Ehrlichkeit gehört weiterhin, dass wir bei diesem Thema noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Es ist ja bereits problematisiert worden durch Vorredner. Auch die freien Musikschulen haben natürlich Probleme. Durch die tarifgebundene Festanstellung der Lehrkräfte im HSKD wird der ohnehin schon große Druck auf die freien Qualitätsmusikschulen Goldenes Lamm und Paukenschlag weiter deutlich steigen. Mit dieser Wettbewerbsverzerrung muss sich die Politik dringend beschäftigen, schon allein aufgrund der Tatsache, dass beide Einrichtungen zur Abdeckung des Musikschulunterrichtes zwingend benötigt werden, da das HSKD keine Zweigstellen in Wieschen und Klotzsche betreibt. Einen ersten Schritt gehen wir heute mit dem in Punkt 7 beschlossenen Maßnahmen. Da werden wir mal sehen, was da tatsächlich im Herbst rauskommt. Ich komme zum Schluss. Wir werden der am Kulturausschuss erarbeiteten und heute im Finanzausschuss schließlich endabgestimmten Lösung zur Behebung des Problems zustimmen, wohl wissend, welche schwere finanzielle Hypothek das für unser Gemeinwesen darstellt. Indes gibt es momentan keine Alternative. Dresden kann als Kunst- und Kulturstadt stolz auf seine reichhaltige musikalische Tradition sein. Das verpflichtet uns natürlich auch, in den musikalischen Nachwuchs zu investieren. Und ich denke, das ist keine schlechte Geldanlage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner wäre Herr Rentsch. Verzichtet. Dann würde die Grünen-Fraktion die Möglichkeit haben, Frau Fiusene, danach CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum im Saal oder im Livestream. Ich freue mich außerordentlich, und das möchte ich wirklich hier ohne jede Einschränkung sagen, dass es uns in der Sondersitzung des Finanzausschusses vorhin gelungen ist, im Prinzip das breitgetragene Votum des Kulturausschusses noch mit kleineren Änderungen abzusichern. Und wenn jetzt auch noch die FDP zustimmt, dann kann ich mal wirklich sagen, mit ganz, ganz breiter Mehrheit hier im Rat, die Absicherung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums, und zwar des momentanen
Angebot auf die nächsten Jahre hin, hoffe ich jedenfalls, da komme ich gleich noch dazu, abzusichern. Warum sage ich auf die nächsten Jahre hin? Also der Ehrlichkeit halber muss man sagen, so ist es ja auch formuliert. Und das ist ja auch erstmal das Allerwesentlichste, dass wir jetzt das nächste Schuljahr absichern. Das können wir als jetziger Stadtrat einfach noch tun und das sollten wir auch tun und das werden wir auch so tun, damit Frau Helmuth die Stellen ausschreiben kann. Den Rest, das ist schon angedeutet worden, wie es dann dauerhaft abzusichern geht. Ich sehe hier eine breite Mehrheit, denke auch dann im neuen Stadtrat, das muss in den Haushaltsverhandlungen dann festzementiert werden. Das können wir jetzt gar nicht. Deswegen glaube ich, ist es so, wie es jetzt hier formuliert ist, auch richtig. Den Änderungsantrag der Freien Wähler, den Frau Dagen eingebracht hat, den würden wir ablehnen, weil tatsächlich zum einen, das hat sie ja auch selber gesagt, in dem Punkt, den wir jetzt im Finanzausschuss noch mit beschlossen haben, ich kann das gerne vorlesen, da ist in Punkt 7 beschlossen worden, und wenn wir das heute hier so absichern, dann bleibt es auch so drin, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, ein Konzept für die Deckung des Bedarfs an musikalischer Bildung durch das Heinrich-Schütz-Konservatorium und die Qualitätsmusikschulen, die eine Förderung durch den Freistaat Sachsen erhalten, also das sind die beiden, Goldene Slam und Paukenschlag, ab dem Schuljahr 2025/26 bis zum 1.11. vorzulegen und mit dem Bund und dem Freistaat Sachsen über die Beteiligung an den Kosten zu verhandeln. Das ist es auch, was wir tun können. Ich muss all denen die Illusion nehmen, dass es so ohne weiteres möglich gewesen wäre, jetzt direkt ans Goldene Lamp und an Paukenschlag entsprechende Finanzzuschüsse zu geben. Denn bisher, anders als in Leipzig, wo das auch noch nicht beschlossen ist, sondern nur sage ich zwar im Geschäftsgang ist, die Leipziger Freie Musikschule, um die es da geht und die uns auch genannt wurde, die ist schon seit 2019 in der kommunalen Kulturförderung drin. Und da kann man dann natürlich aufstocken. Ich denke, der neue Stadtrat muss dann eben in den Haushaltsverhandlungen bei der kommunalen Kulturförderung überlegen, welche Summe da notwendig ist, um die bisherigen Bedarfe abzudecken und die zusätzlichen, die dann dazu kämen, wenn man, das ist eigentlich der Weg, den ich sehe, dann die beiden freien Musikschulen mit in die kommunale Kulturförderung hineinnimmt. Ich denke, der Stadtrat hat jetzt und wird heute eben den Willen zeigen, dass ihm auch diese am Herzen liegen. Zur FDP, also zu Holger Haase, möchte ich noch sagen, der guten Ordnung halber sollte man erwähnen, wenn man jetzt Leipzig als Vorbild nimmt, dort zahlt man weniger als Eltern für seine Kinder. Die Zuschüsse sind auch deutlich höher für die Musikschule in Leipzig. Zweitens haben die zum Beispiel auch Corona, also dieses Zuschussprogramm, das es bei Corona gab, haben die davon profitiert. Und anders als hier, ich will das fast gar nicht aufmachen, aber nur mal der guten Ordnung halb zitieren, ist es in Leipzig auch möglich, Gewinnüberschüsse ins neue Haushaltsjahr mit zu übernehmen. Bei uns fließt es ja dann alles in den allgemeinen Haushalt. Und ein letztes noch, wie gesagt, ich will heute gar nicht viel Negatives sagen, weil ich mich wirklich sehr freue. Quasi fertig. Aber nochmal, es ist ja uns von außen durch dieses Urteil des Bundessozialgerichts auferlegt worden, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen und wie wir die uns allen am Herzen liegende musikalische Bildung in dieser Stadt sichern. Ich glaube, mit dem federführenden Ausschussbericht, wenn wir den jetzt abstimmen, sind wir auf einem sehr guten Weg und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dann nächster Redner Mario Schmidt und Anja Abel kann sich vorbereiten für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne und im Stream, heute spreche ich Sie tatsächlich mal an, weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge, die bei dem Thema zuschauen. Wir haben in den letzten Wochen Unmengen von E-Mails bekommen von betroffenen Eltern, von vielleicht auch nicht betroffenen Eltern, die aber zumindest sich für das Thema HSKD engagieren. Uns allen in diesem Stadtrat, das kann ich Ihnen, die da oben sitzen und die im Stream zuschauen, sagen, uns allen hier in diesem Stadtrat ist es wichtig gewesen, das HSKD in irgendeiner Form zu retten. Und deswegen hat es eine Lösung am Ende Finanzausschuss vorhin gegeben, die wir jetzt zur Abstimmung stellen werden. Wir haben im federführenden Ausschuss, im Kulturausschuss, uns als CDU-Fraktion noch enthalten zu dem Änderungsantrag, der dort abgestimmt wurde, aus einem ganz konkreten Grund, weil nämlich die Deckungsquelle, die Finanzierungsquelle einfach nicht abgesichert war. Eine Finanzierungsquelle, wo drin steht Steuermehreinnahmen, ist keine Finanzierungsquelle, weil keiner weiß, ob diese Steuermehreinnahmen kommen, in welcher Höhe und was auch immer. Wir wurden in diesen E-Mails mehrfach aufgefordert, uns um eine Deckungsquelle zu bemühen, konstruktiv. Das hat die CDU-Fraktion getan, genau das, was nämlich Kernpolitik von CDU ist, solide Finanzpolitik. Wir haben in einem, da braucht hier niemand lachen, es ist so, aber ja, möglicherweise sehen Sie das anders. Wir haben eine Deckungsquelle nämlich eruiert und haben die jetzt in einem Änderungsantrag vorhin im Finanzausschuss eingebracht und die ist jetzt auch Beschlussgrundlage, nämlich das Jahresergebnis von 2023. Da gibt es einen Überschuss, der noch nicht verteilt ist und der Stadtrat als Entscheidungsgremium kann entscheiden, was er mit dem Geld macht. Und wir wollen dieses Geld jetzt für das HSKD, für die Rettung dieser Stellen oder Finanzierung der Stellen entsprechend investieren. Was uns wichtig ist, wir brauchen ja heute eine Lösung für das neue Schuljahr, dass die Stellen, die wir jetzt ausschreiben, wir haben jetzt eine Regelung für 50 Stellen, dass wir diese Stellen jetzt erstmal befristet für ein Schuljahr ausschreiben. Und da sage ich ganz klar in Richtung Verwaltung, weil es da irgendwie Unsicherheit gibt. Im Ausschussvotum steht drin, die Ausschreibung von 50 Vollzeitäquivalenten in Voll- und Teilzeit im Schuljahr 2024/25. Und damit ist es klar, es gilt für dieses Schuljahr und nicht darüber hinaus, weil wir uns mit dem Beschlusspunkt 7, der jetzt auch gerade schon zitiert wurde, nämlich mit diesem Punkt, wo es um das Gesamtkonzept geht, bis zum 1.11. dieses Konzept vorlegen lassen wollen und dann im Zusammenhang mit den Haushaltsverhandlungen entsprechend eine langfristige, dauerhafte Lösung suchen wollen. Damit retten wir jetzt das Schuljahr, was am 1.8. beginnt. Ich glaube, das ist allen ganz wichtig. Wir kriegen alle Stellen, alle Unterrichtsstunden, die bisher geleistet wurden, entsprechend finanziert und haben entsprechend Luft in den Haushaltsverhandlungen. Und da verweise ich auch nochmal auf den Punkt 7. Wir wollen den Bund und den Freistaat einbinden. Mit dem Freistaat sind wir in intensiven Gesprächen. Ich weiß von Gesprächen mit der Kulturministerin, dass sie selbst schon entsprechende Quellen sucht, wie es im nächsten Haushalt auf Landesebene eine höhere Förderung geben kann. Und es braucht aber aus unserer Sicht auch ganz klar eine Unterstützung des Bundes, weil wir haben mit dem Herrenberg-Urteil ein Urteil, was eben nicht nur die Kommunen betrifft, sondern es betrifft halt alle in ganz Deutschland. Und damit kann sich auch ein Bundeskulturministerium nicht mehr rausreden, sondern da muss der Bund auch einen Anteil leisten. Das alles soll bis zum 1.11. in einem Konzept vorgelegt werden und dann entsprechend verhandelt werden. Und in dieser Form, wie wir es jetzt vorliegen haben aus dem Finanzausschuss, werden wir als CDU-Fraktion heute auch zustimmen. Logischerweise, ist wie gesagt, basiert auf einem Änderungsantrag von uns und damit geht es zum 1.8. weiter. Frau Helmuth kann die Stellen ausschreiben mit dem heutigen Beschluss. Und hätten wir es so gemacht, wie es der Kulturausschuss beschlossen hat, waberte auf den Fluren dieses Hauses ja auch schon rum, dass es möglicherweise einen Widerspruch des Oberbürgermeisters oder der Verwaltung zum Beschluss gegeben hätte, weil die Deckungsquelle nicht stimmt. Und dann hätte es eine Riesenkatastrophe gegeben. Dann hätte es nämlich zum 1.8. keine einzige Stelle gegeben, die wir jetzt hätten ausschreiben können. Deswegen, wie gesagt, Deckungsquelle, Jahresergebnis 2023, damit ist es sicher. Damit stimmen wir zu und damit ist für alle am HSKD erstmal eine Lösung gefunden und damit ende ich und spende noch 20 Sekunden für den restlichen Abend für die anderen Themen. Vielen Dank. Okay, dann würden wir weitermachen mit Anja Abel, Fraktion Die Linke, und Aileen Mühlbach kann sich für die SPD dann vorbereiten. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Zuhörende,
Die Position der Linken hat sich seit Beginn der Diskussion nicht geändert und wir waren auch für keine Kompromisse bereit. Wir haben hier eine städtische Musikschule des HSKD, welche eine hohe Qualität und eine große Bandbreite der musischen Erziehung in der Stadt leistet. Wir haben uns sehr damals für die Kommunalisierung eingesetzt. Den Umfang des Unterrichts und die Qualität will die Linke unbedingt erhalten. Wir müssten also hier heute eher über eine Erweiterung sprechen. Wir haben die langen Wartelisten gehört. Ich könnte jetzt viele Argumente aufzählen, die uns in der letzten Woche mit den zahlreichen Mails erreicht haben. Aber diese Mails haben ja alle Stadträtinnen und Stadträte erhalten. Deswegen führe ich hier ein Argument auf, das mich bewogen hat, meinen drei Söhnen eine musikalische Ausbildung zukommen zu lassen. Für die Entwicklung des Gehirns spielt Musik und Musizieren eine wichtige Rolle, weil es die neurale Vernetzung von Gehirnregionen anregt, die für viele positive Eigenschaften zuständig sind. Mehr Aufmerksamkeit, besseres Erinnerungsvermögen, mehr Kreativität, höhere Resilienz und bessere Lesefähigkeit. Das habe ich schon im Studium gelernt. Und deswegen ist es auch gut, damit zeitig zu beginnen. Aus diesem Grund lernten unsere Söhne ab der ersten Klasse ein Instrument. Auch im Orchester zu spielen gehört eigentlich dazu, denn gemeinsam musizieren macht dann erst richtig Spaß. Wie viele andere Eltern hatten auch wir die täglichen Diskussionen mit unseren drei Söhnen, was den Medienkonsum und das Computerspielen betrifft. Aber wenn von Beginn an auch andere Interessen geweckt wurden, wie zum Beispiel das Musizieren oder es kann auch das Sporttreiben im Verein sein, dann ist es eine wichtige Unterstützung in dem familiären Zusammenleben. Als Lehrerin erlebte ich Eltern oft ratlos, wie sie den schon suchtmäßigen Medienkonsum ihrer Jugendlichen entgegenwirken können. Die Linke will das Angebot für das HSKD nicht nur für Eltern und Familien, welche sich das leisten können. Deswegen sind die Ermäßigungsmöglichkeiten notwendig. Eine jährliche 2%ige Anpassung ist jetzt schon für manche Familien eine finanzielle Herausforderung, besonders wenn man mehrere Kinder hat. Das wurde mir unten in Gesprächen auch nochmal von Eltern beschrieben. Und ich denke, auch Sie haben die Zuschriften gelesen, wo Familien beschreiben, was diese Erhöhung für sie bedeutet. Soll die Förderung wegfallen, wenn das Kind oder der junge Mensch begabt ist und bisher 15 Minuten Instrumentalunterricht dazu bekommt und im Orchester mitspielen darf? Immerhin musste dafür auch eine Begabtenprüfung abgelegt werden. Auch die Abschaffung der Geschwisterregelung lehnen wir ab. Eine 10%ige Erhöhung der Gebühren kann damit die Fraktion der Linken nicht zustimmen. Wir sehen die Stadt hier ganz klar in der Pflicht, die städtische Musikschule finanziell so auszustatten, dass sie dem Auftrag gerecht wird, der an sie gestellt wird. Und zwar ohne ständig in Sorge zu sein, ob im nächsten Halbjahr das Geld noch reicht und Streichungen notwendig sind. Wir wollen, dass eine gerechte Bezahlung aller Lehrenden stattfindet. Aus diesem Grund stimmen wir natürlich jetzt der Vorlage mit den 50 Stellen zu. Wir haben uns ja von Anfang an dafür stark gemacht. Aber den Punkten 5 und 10 können wir nicht zustimmen. Deswegen bitten wir, dass die extra abgestimmt werden. Der Punkt 5 macht die Aussage, dass eine 10%ige Erhöhung der Gebühren erfolgt. Und im Punkt 10 werden Maßnahmen beschrieben, die wir nicht mittragen können, nämlich die Abschaffung der Mehrfächerermäßigung, die Erhöhung des Entgeltes für die Musikschützen, die Erhöhung des Entgeltes für Erwachsenenunterricht und Ensembles, Umstellung auf Gruppen- oder Kleingruppenunterricht, sofern möglich. Das tragen wir ebenfalls nicht mit. Wir sind stolz auf unsere Musikschule und möchten sie hier sehr gut aufgestellt wissen. Die Linke stimmt aber natürlich für die 50 Stellen und wir werden auch um Erweiterung später kämpfen. Danke. Dann machen wir weiter mit Aldi Mühlbach und dann könnte die Fraktion Freie Bürger dann nicht. Okay. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner im Saal und auch im Stream. Ich erlaube mir vorsichtig optimistisch in meine Rede einzusteigen, dass das, was wir hier hoffentlich gleich beschließen, ein wichtiger Schritt für die kulturelle Breitenbildung und für die Spitzenförderung, für die musikalische und tänzerische Nachwuchsförderung ist.
Das HSKD ist ein fundamentaler Lieferant, Sie entschuldigen bitte den etwas technischen Ausdruck, für den musikpädagogischen und für den künstlerischen Nachwuchs nicht nur in dieser Stadt. Und das, was wir hier hoffentlich gleich beschließen, das hat ganz, ganz viel mit einem riesigen persönlichen Einsatz der Elternvertreter, des Personalrates, der Gewerkschaften und vor allem von Kathi Hellmuth als Leiterin des HSKD zu tun. Und dafür möchte ich jetzt mal Danke sagen. Und es ist auch wichtig festzustellen, das wurde hier heute schon gesagt, es geht nicht darum, ob wir das wollen, es geht darum, dass wir das müssen. Und es geht nur darum, wie gut wir das machen und wie es uns gelingt, die Zukunft unseres kommunalen Konservatoriums und damit eines großen und traditionsreichen Teiles der kulturellen Bildung in dieser Stadt zu sichern. Derzeit sichern 165 Honorarlehrkräfte am HSKD den musikalischen und den tänzerischen Unterricht für rund 8000 Schülerinnen und Schüler. Das wurde schon gesagt, ich will es aber noch mal deutlich sagen, denn es ist tatsächlich eine beeindruckende Leistung. Und dass wir diese fest anstellen müssen, das haben die Gerichte festgestellt und das hat das Haupt- und Personalamt dieser Stadt bestätigt. Es ist mir an dieser Stelle noch mal sehr wichtig zu sagen, dass die SPD-Fraktion in jeder Haushaltsdebatte seit Jahren darum gekämpft hat, Festanstellung für die Honorarlehrkräfte zu erreichen, die seit Jahrzehnten eine hervorragende Arbeit am HSKD leisten und sich in absolut nichts von der Arbeit der dort festangestellten Kollegen unterscheiden, außer in der Bezahlung. Bis heute war in der Mehrheit der Fälle prekäre Beschäftigung in allerhöchstem Maße an der Tagesordnung und es ist höchst dramatisch, dass es eines Urteils bedarf, um diesen Pädagoginnen und Pädagogen endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und wir werden der Verwaltung sehr genau auf die Finger schauen, wie das in unbefristeter Beschäftigung umgesetzt wird, damit gute Arbeit auch endlich in fairer Beschäftigung mündet. Randnotiz: In Leipzig ist dieses Urteil seit Jahresbeginn bereits umgesetzt. Es ist leider ein bisschen typisch, während in Leipzig schon gegessen wird, wird in Dresden noch Geschirr gespült. Was wir jetzt hier haben, ist eine Vorlage, die im heute eilig berufenen Finanzausschuss eine Mehrheit gefunden hat, sogar. Herzlichen Glückwunsch. Es wäre schön, wenn Sie mir noch kurz zuhören würden. Mit den Stimmen der CDU, die alle Beteiligten, insbesondere die Betroffenen, bis heute hingehalten hat, aus Gründen, wie wir jetzt wissen, der Suche, Sisyphusartig muss sie gewesen sein, nach einer Finanzierungsquelle, die jetzt ganz innovativ lautet Jahresüberschuss 2023. Wenn es einen Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen die von uns vorgeschlagene Finanzierungsquelle gegeben hätte, Steuermehreinnahmen, wir werden darauf zurückkommen, dann hätte jeder in dieser Stadt gewusst, was dem Oberbürgermeister die kulturelle Bildung wert ist. Es ist der CDU zu verdanken, dass heute bei der Mehrfächerermäßigung, bei den Gebühren für die Erwachsenen, bei den Musikschützen und beim Einzelunterricht gespart wird. Das sind soziale Errungenschaften, die insbesondere den Familien mit mehreren Kindern wichtig sind und entgegenkommen. Es war meine Fraktion, die SPD-Fraktion, die im federführenden Ausschuss unmittelbar nach Einbringung der Verwaltungsvorlage einen Ersetzungsantrag eingebracht hat, auf dem die heute zu beschließende Vorlage fußt. Es ist meiner Fraktion zu verdanken, dass in der jetzt vorliegenden Vorlage die Sozialermäßigung von 50% auf 55% angehoben wird. Und es ist meiner Fraktion zu verdanken, dass wir von vornherein jede Kürzung beim Breitenangebot abgelehnt haben. Wir werden keine Absprüche beim Breitenangebot dulden, nicht bei den Angeboten für die Schulen und nicht bei den Angeboten für die Kindergärten. Erlauben Sie mir abschließend, bin sofort fertig, noch einen kleinen Blick über den Tellerrand. Dieser Oberbürgermeister brüstet sich damit, dass Dresden über kurz oder lang einer der 5 größten Mikroelektronikstandorte der Welt sein wird. Weltweit sind bereits jetzt Headhunter unterwegs, um Fachkräfte nach Dresden zu holen, denn aus eigener Fachkraft werden wir den Bedarf nicht stemmen können. Und wissen Sie, wonach die schauen, wenn sie hierher kommen sollen? Genau wie die Intendantin der Dresdner Semperoper, Professorinnen an der TU Dresden, Mitarbeiter der Kommunalen und der Landesverwaltung und viele der hier sitzenden Stadträte. Welche kulturellen Bildungsmöglichkeiten gibt es für die Kinder in dieser Stadt? Und darum geht es bei dieser Abstimmung. Die Frage, die wir heute hier beantworten, lautet nicht, sind uns 50 Stellen für das HSKD zu teuer? Die Frage lautet nicht, was ist uns die Arbeit des HSKD wert? Die Frage, die wir beantworten müssen, ist, was ist uns die kulturelle Bildung und damit die kulturelle Zukunft dieser Stadt wert? Wenn wir heute hier Kürzungen beschließen, dann sägen wir an dem Stuhl, auf dem die Kulturstadt Dresden sitzt. Vielen Dank.
So, das veranlasst einige in die zweite Runde einzusteigen. Zuerst Thilo Kiesling, bitte. Danach Max Aschmach, danach Herr Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Schöne ist ja, dass im Kulturausschuss so viele Zuschauer da waren vom HSKD und die ja ungefähr sehen konnten, wie die Diskussion verlaufen ist. Und sie ist eigentlich sehr gut verlaufen, auch wenn hinterher in den Zeitungen stand, es sei Wahlkampf, dass man jetzt fürs HSKD sei. Ich glaube, es ist eine wunderbare Debatte, wenn man als Linke von vornherein sagt, nein, das wollen wir nicht. Ich erkläre gleich, warum. Nein, das wollen wir nicht. Und damit den anderen, die es eigentlich auch nicht wollen, aber meinen, dass noch andere es noch weniger wollen, dazu veranlasst, vielleicht einen Kompromiss einzugehen und zu sagen, na, wenn die CDU gar nicht will, dann machen wir 40 und ihr mit 50 zerstört alles. Und wir sagen, nein, wir wollen den Leistungsumfang des HSKD erhalten. Und mit dieser Haltung haben wir allen anderen im Kulturausschuss Mut gemacht, ihr gutes Inneres vorzukehren und zu sagen, ja, okay, wenn die das unbedingt wollen, dann fragen wir uns doch mal gegenseitig, wollen wir es vielleicht auch? Und siehe da, fast alle haben im Kulturausschuss gesagt, na eigentlich, wenn ihr so fragt, dann wollen wir auch 50. Das war ein wunderbarer Moment. Und das zeigt, dass in einer demokratischen Debatte, dann, wenn man von vornherein seine Äußerung klar macht, dass man dann auch bei den anderen Gutes hervorbringen kann. Und deswegen vielen Dank, dass die CDU schon dort gesagt hat, wir würden mitmachen. Vielen Dank, dass SPD und Grüne nicht auf ihrem Kompromiss beharren, der dann eigentlich ja es sichern sollte. Siehe an, wir werden es sichern. Das zum Ersten. Zum Zweiten, uns wird ja als Linken oft vorgeworfen, dass wir das Geld der Bürger mit vollen Händen verteilen würden. Heute hat die FDP wieder erwähnt, wir müssten dann Projekte von Parteien, Lieblingsprojekte abbauen oder könnten dann eben nicht mehr alles durchsetzen. Also das sage ich zum Ersten. Ja klar. Wir verteilen das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und zwar an wen? An wen? An Bürgerinnen und Bürger. Die bekommen das Geld, das wir verteilen. Niemand sonst. Wir tragen es nicht selbst nach Hause. Das ist das Erste. Und das Zweite, zur FDP, da sage ich mal, es kommt hier jeder einzeln mit irgendwelchen besonderen Wünschen. Der eine will noch eine Sportveranstaltung durchfinanzieren. Okay, kann man machen. Der andere will die Buga unbedingt. Ganz viel Geld geben wir für die Buga aus. Ich glaube, das, was wir für die Buga geben, reicht für 10 Jahre, um das erhöhte HSK-Defizit zu tragen. Kein Problem. Ja? So, und dann sagen wieder andere, ja, aber bei der Buga, da bauen wir auch was Schönes, das steht ewig da. Dann sagen wir, ja, und beim HSKD, da lernen die Kinder gute Dinge und die Stadt wird besser und schöner. Deswegen investieren wir da auch Geld. Ist doch auch klar, oder? Wieder andere machen Partys. Unten im Rathaus, der OB zum Beispiel. 180.000, 200.000, was sind das für Summen? Ja? Da investieren wir nicht sonderlich viel, außer in die Erinnerung an den feuchten Handschlag vor der Tür, die dann alle 18-Jährigen dieser Stadt haben. Kann sein, aber sagen, auch das ist ein Wunsch. Oder wir geben 50 Millionen Euro dafür aus, dass unser neuer großer Elektronikriese billigeres Wasser bekommt. Kann man machen. Also der Vorwurf, dass wir für irgendwas Sonderwünsche hätten, ist absurd. Hier geben wir Geld aus für die musikalische Bildung der Dresdnerinnen und Dresdner. Und das muss unser Fokus sein. Und das ist die Sternstunde dieses Rates heute, dass wir eben nicht eine kleinkrämerische Verwaltung sind, sondern uns als politisches Gremium zeigen und politisch entscheiden, dass uns diese musikalische Bildung wichtig ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay. Die kleinkrämerische Verwaltung weise ich natürlich zurück. Und jetzt kommt Max Aschenbach. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Ergebnisse des Statusfeststellungsverfahrens für Honorarlehrkräfte am Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden. Um was geht's? Im sogenannten Herrenberg-Urteil stellte das Bundessozialgericht fest, dass all die Honorarlehrkräfte an Musik- und Kunstschulen oder ähnlichen Einrichtungen de facto in einem Angestelltenverhältnis arbeiten und daher sozialversicherungspflichtig angestellt werden müssen. Also Schluss mit den prekären Verhältnissen, mit denen die Lehrkünstler abgespeist werden. Das wird uns auch noch an allen anderen Stellen begegnen, zuallererst beim HSKD.
Dort betrifft das 165 Honorarlehrkräfte, die in 1500 Stunden 8000 Schüler musikalisch ausbilden. Das entspricht 50 sogenannten Vollzeitäquivalenten, sprich sozialversicherungspflichtigen Anstellungen. Wie prekär die Musiklehrenden bisher bezahlt wurden, sieht man an der Differenz zwischen den Kosten für die 50 Stellen und den Honorarmitteln. Die reichen nämlich gerade mal für 24 Vollzeitäquivalente. Durch sofortige Gebührenerhöhung um 10% zu den zusätzlichen 2% pro Jahr kommt man mit Ach und Krach auf 30 der 50 benötigten Stellen. Es fehlen 1,3 Millionen. Vorschlag des Oberbürgermeisters: zusammenstreichen. 30 Stellen, damit basta, 600 Stunden Musikunterricht einfach weg. Nun ja, wer FDP wählt, bekommt FDP. Von der linken Kulturbürgermeisterin ist wie üblich keinerlei Engagement zu erkennen. Falls sie irgendein Interesse an irgendwas hat, ist sie gut darin, es niemanden wissen zu lassen. Überraschend stimmte im Kulturausschuss dennoch eine Mehrheit für eine Änderung auf die vollen 50 Stellen. Die CDU war dagegen und beantragte Gebührenerhöhung und Ermäßigung abzuschaffen. Um eines Kompromisses mit den Antichristdemokraten willen, stimmten Sozen und Grüne dem asozialen Massaker wie üblich zu, ohne dafür etwas von der CDU zu bekommen. Das verstehe wer will. Nun ja, jetzt sind sich ja alle einig. Kurz vor der Wahl will es sich keiner mit den rund 16.000 wütenden Musikschülereltern verscherzen. Aber die CDU hat es ja eben schon angekündigt. Nur weil es jetzt noch Kohle gibt, heißt das nichts fürs nächste Jahr. Die Ausbildung an einer Musik- oder Jugendkunstschule ist eine elitäre Angelegenheit. Der geistige und monetäre Hintergrund findet sich hauptsächlich in Akademikerhaushalten oder welchen, die es sich problemlos leisten können. Der lächerliche Sozialrabattanteil am HSKD von etwas über 1% legt mehr als deutlich Zeugnis davon ab. Wenn eine Stadt sich also eine eigene Musikschule hält, dann kann der einzige Grund nur darin liegen, die Zugangshürden zum elitären Reigen der Künste zu reduzieren oder noch besser zu reißen. Das bedeutet flächendeckende Angebote, das HSKD bemüht sich, aber vor allem bedeutet es möglichst geringe Gebühren. Und das HSKD ist schon teuer. Die exklusive Elitenpflege auf Kosten der ärmeren Allgemeinheit ist zwar Dresdner Tradition, ein paar Millionen fürs Kreuzgymnasium finden sich immer, aber das ist halt asoziale Scheiße. Im Übrigen, daran möchte ich gerne erinnern, es geht gerade um 1,3 Millionen. Erst Montag wurde über 2,5 Millionen für die verfickten Finals im Sportausschuss kein Wort verloren. Die jährlich 750.000 Stadionbeihilfe für Dynamo sind auch kein Problem. Eine Party des Oberbürgermeisters entspricht übrigens 3 Vollzeitäquivalenten. Und wie viele Millionen kostet nochmal dieser dämliche Fernsehturm? Beim Verwaltungszentrum, ca. 1500 Vollzeitäquivalente, überlegt man gerade, ob man einen schickeren Belag für den Vorplatz nimmt, kosten nur für den Streifen direkt am Haus 500.000 Euro. Kunst und Kulturstadt will Dresden sein. Und beim Wollen bleibt's. Dann machen wir weiter mit Dr. Martin Schulte-Wissemann und dann kommt Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ja, so Entscheidungen wie das HSKD jetzt müsste man immer 2-3 Wochen vor der Wahl machen, dann wäre alles schön friedlich. Und wie Herr Aschenbacher ja gerade gesagt hat, warten wir mal ab, wie es dann nächsten Herbst ist. Ich möchte in meiner Rede auf einen Aspekt eingehen und dazu erstmal ein einfaches Bild verwenden, um klar zu machen, was ich meine. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen großen, schönen Balkon und Sie gucken über ein Baugrundstück wirklich in die schöne Natur. Das sind Berge, das ist alles herrlich und Sie können schön weit gucken, aber auf der anderen Straßenseite ist halt ein Baugrundstück und Sie wohnen da 20 Jahre. Sie gucken sich also jeden Tag dieses Baugrundstück an, erfreuen sich am Blick. Es ist ja aber so angenehm und schön. Sie wissen aber auch, ja, eigentlich müsste da ja ein Haus stehen. Und dann eines Tages kommt jemand, baut dort ein Haus hin und dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder sagen, das ist ja doof, das ist jetzt wirklich blöd, ach Gott, ich kann nicht mehr gucken.
Oder Sie denken mal kurz drüber nach und sagen, naja, 20 Jahre konnte ich gucken, ich freue mich jetzt, dass meine Nachbarn dort auch wohnen können und dann haben die halt den schönen Blick, ich habe es ja immer schon gewusst. Warum erzähle ich das? Weil es beim HSKD ähnlich ist. Alle in diesem Stadtrat, alle haben immer schon gewusst, dass diese Honorarlehrkraftsgeschichte ja eigentlich asozial ist, dass wir da Menschen ausnutzen, dass sie prekär leben. Ja, es mag manche Menschen geben, denen das mal für gewisse Zeit als Anstellung okay war, aber eigentlich, wir haben alle gewusst, so kann es nicht laufen. Aber, wie bei dem Beispiel eben, es war halt immer so schön bequem, es war halt immer so schön. Ja, wenn jemand zugehört hat, wenn die Kamera da ist, ja, wir müssen unbedingt, das muss umgestellt werden, wir müssen Lehrkräfte haben, Festanstellung. Naja, wenn der Haushalt war, da war dann nicht mehr allzu viel von übrig. So was immer. Und jetzt kommt ein Gerichtsurteil daher. Boom. Das Gerichtsurteil ist da und sagt, so wie ihr es gemacht habt, könnt ihr es nicht mehr machen. Und jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, oi, das sind Mehrkosten. Das kostet so viel. Oh Gott, wo soll denn das Geld herkommen? Na, oder wir könnten sagen, oh mein Gott, in den letzten 10, 20 Jahren haben wir wirklich viel Geld gespart. Wir haben einfach auf dem Rücken der Menschen kein Geld, kein Haushaltsgeld ausgegeben. Wir haben es ausgegeben für irgendwas anderes. So, und was jetzt mein Punkt ist, was jetzt sozusagen kommt, ist eine gerechte Bezahlung. Und was sich nicht geändert hat, ist ja doch, ich glaube, der ganze Saal hier ist da d'accord, dass wir doch wirklich eine gute Ausbildung, auch musikalische Ausbildung, wollen. Ich glaube, daran hat sich doch nichts geändert. Wenn jetzt das Gerichtsurteil sagt, wir müssen jetzt halt irgendwie die Menschen anders einstellen, dass es gerecht dazu geht, dass sie halt nicht mehr in einem rechtswidrigen Beschäftigungsverhältnis arbeiten müssen, dann müssen wir uns doch eigentlich freuen. Und ich möchte eigentlich in diesem Raum das Wort Mehrkosten und sowas nicht mehr hören. Es sind gerechtere Bezahlungen, die wir jetzt anstreben. Und Herr Aschenbach hat auch schon gesagt, das wird jetzt Kreise ziehen, es wird natürlich noch andere Sachen betreffen und da müssen wir uns dann auch wirklich im Herbst drum kümmern und ich hoffe, dass das, was ich eben gesagt habe, nicht eintritt und dass dann nach der Wahl alle dann doch das alle wieder ein bisschen anders sehen, sondern dass sie alle zu den Worten, die heute hier gefallen sind, stehen werden. Dankeschön. Nächste Rednerin, Frau Dr. Schöps und dann Frau Fiusiene. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schüler des HSKD. Sie sehen alle, die Debatte war sehr aufgeregt, sehr viel Polemik zu hören. Man war sich eigentlich einig, aber doch versuchte, sich immer dann doch persönlich hier herauszustellen. Die Bedeutung der musikalischen Bildung und der musikalischen Ausbildung durch Musikschulen stellt ja von uns ja auch so gut wie niemand in Frage. Ich war im Kulturausschuss dabei, ich war im Finanzausschuss dabei. Man war sich in der Sache im Grunde einig. Allerdings waren ein paar Details immer noch umstritten, man hatte verschiedene Ideen, man hat sich dann gefunden. Also warum jetzt so ein Riesenfass aufmachen? Wir als AfD-Fraktion unterstützen das HSKD, wir unterstützen aber auch andere private Musikschulen und letztlich auch freie Musiklehrer, die es in Dresden ja auch gibt. Sie alle sind ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft in unserer Stadt. 50 Stellen beim HSKD für die Festanstellung sind natürlich kein Pappenstiel, das ist eine ganze Menge, das müssen wir erstmal finanzieren und es wird erstmal auch nur eine Zwischenlösung sein, was wir heute hier beschließen. Denn letztendlich wird die dauerhafte Sicherung davon abhängen, wie die Haushaltsverhandlungen ausgehen, in der Stadt Dresden, im Land, aber auch im Bund. Denn wir haben ja auch beschlossen und wollen das ja auch, dass dann letztlich auch die anderen Verantwortungsträger, also Land und Bund, sich an der Finanzierung mit beteiligen sollen. Und dann werden wir halt sehen, und zwar nach der Wahl, wie wichtig eben die musikalische Bildung in den Städten und Gemeinden sein wird. Wir haben einen sehr umfangreichen Änderungsantrag heute im Finanzausschuss vorgelegt gekriegt.
Meine Fraktion, also ich bin ja gerade von der einen Sitzung in die andere, wir konnten uns das noch nicht anschauen und deshalb wollen wir 10 Minuten Auszeit vor der Abstimmung beantragen, denn es gibt ja noch so ein paar Punkte, die uns noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Beispielsweise ist der Finanzierungsvorschlag oder auch der Punkt mit den Abschaffungen der Mäßigung und die Einführung des Gruppenunterrichts so eine Sache, wo wir noch mal drüber reden müssen. Deshalb, wie gesagt, ich beantrage 10 Minuten Auszeit und die restliche Zeit werde ich natürlich dann auch zur Verfügung stellen, dass wir im Stadtrat heute schnell fertig werden. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Fiusene. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Anwesende im Saal, ich habe mich jetzt doch noch mal bemüßigt gesehen, ans Rednerinnenpult zu treten, weil wir sind jetzt ja ganz offenbar hörbar im Wahlkampf und jeder muss jetzt betonen, was von ihm reingetextet oder jetzt wieder rausgetextet wird. Und ich möchte mal ganz kurz hier doch eine ganz kleine Lehrstunde in Demokratie halten. Ja, Thilo Kießling, es stimmt, da will ich überhaupt nicht widersprechen. Ihr als Linke habt die ganze Zeit sozusagen das Fähnlein hochgehalten und gesagt, 50 Stellen und keine Kürzungen. Richtig, ich zähle aber richtig, ihr seid in diesem Saal 10 Leute. Meine Diskussionen im Moment 10 Leute. Das heißt, die ganzen Diskussionen, die geführt wurden, waren doch klar, wie kriege ich das beschlossen, indem ich eine Mehrheit in diesem Rat habe. Und bei einem so wichtigen Thema, das ist vielleicht meine persönliche Meise, aber bei einem so wichtigen Thema möchte ich eine breite Mehrheit haben. Und deshalb habe ich mich auch wirklich gerade gefreut, dass Holger Haase jetzt auch angekündigt hat, dass die FDP jetzt mit zustimmt. Das war bei den bisherigen, das verrate ich jetzt einfach mal, bei den bisherigen Ausschusssitzungen nicht der Fall. Freue ich mich drüber. So, und jetzt muss ich auch sagen, liebe Eileen, ja, wir haben sehr intensiv miteinander diskutiert. Wir haben auch intensiv mit Frau Helmuth diskutiert. Und wir wissen selber, warum wir, weil wir eben eine breite Mehrheit wollten, das nehme ich mich selber, setze ich mich mit in das Boot, mal gesagt haben, na, wenn gar nichts anderes geht, dann könnten ja auch 40 Stellen eine Lösung sein. Da war ich dann schon sehr froh, dass im Kulturausschuss sich abzeichnete, dass es eine breite Mehrheit geben könnte für 50. Also ganz klar setzt man sich dafür die 50 ein. Jetzt haben wir sogar im federführenden Finanzausschuss ein nahezu einstimmiges Votum. Und es hat auch bei den Kürzungen, sage ich jetzt mal, also bei diesen Punkten, wo es darum geht, welche Ermäßigungen wegfallen, gab es keine Gegenstimme. Es gab keine Gegenstimme. Das heißt, alle, die jetzt hier plötzlich sagen, jetzt stimmen wir dagegen, haben offenkundig im Ausschuss auch anders gestimmt. Und ich finde sowas wirklich schwierig. Und deshalb nochmal, es ist richtig gesagt worden, ja, und das ist auch eine Zahl, also die war mir jetzt auch heute neu, wie wenige dieses Sozialrabatt in Anspruch nehmen beim Heinrich-Schütz-Konservatorium. Ich denke, das ist eine Aufgabe auch für die nächste Legislatur, dass wir Anreize schaffen und die können dann wirklich für die sozial Schwachen nur darin bestehen, dass wir da wirklich ganz günstig und niederschwellig den Zugang zum Heinrich-Schütz-Konservatorium oder zu den anderen Musikschulen dann auch ermöglichen. Deswegen, und da bedanke ich mich ausgesprochen auch nochmal bei Eileen, ist ja diese 55%, die wir schon im Kulturausschussbericht hatten, Ermäßigung für die jetzt wirklich, die sich es nicht leisten können, was bedeutet, dass sie im Prinzip weiterhin das bezahlen, was sie bisher bezahlt haben. Das heißt, die sind aus den Erhöhungen raus. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, gerne daran noch weiterarbeiten. Gleichzeitig wurde hier gesagt, das kann man bedauern oder nicht, dass tatsächlich die Klientel im Heinrich-Schütz-Konservatorium so ähnlich ist, wie sie Eileen Mühlbach auch beschrieben hat. Da sage ich jetzt auch noch mal, und das sage ich wirklich ganz bewusst,
Und das haben ja auch Eltern, die Eltern, also Elternvertreter aus dem Heinrich-Schütz-Konservatorium bestätigt, dass hier auch die Eltern bereit sind, ihren Teil dafür beizutragen, und die meisten können es sich leisten, von den gerade genannten, ihren Teil dazu beizutragen, dass wir eben diese Sicherung, und zwar eben nicht nur für das laufende oder nächste Schuljahr, sondern dann dauerhaft und dann natürlich auch eine Weiterentwicklung dieser wesentlichen Bildungsanstalt haben. Das war mir jetzt noch mal wichtig zu sagen. Deshalb, meine Fraktion stimmt jetzt 1:1 sowohl diesem Finanzausschussbericht als auch später der dann natürlich logischerweise geänderten Gebührenordnung zu. Da kann man auch nicht hier A sagen und aber B nicht. Also das möchte ich hier schon ankündigen und spare mir dann später meine Rede. Danke. Thilo Wurz, bitte. Es sind vielleicht zwei Dinge, die hier noch zu ergänzen sind. Erstens, was Herr Aschenbach angeht, also das HSKD macht kein elitäres Bildungsbürgerangebot. Das ist ein Breitenangebot. Und gerade auch für diejenigen, die sogenannten Schwellenhaushalte, die leicht oberhalb der Sozialunterstützung sind oder des Sozialtarifes sind und die aber nicht so wohlhabend sind, dass es, wie die von der Frau Mühlbach erwähnten Professoren, IT-Fachleute, die dann nach Dresden kommen und andere, die sich das locker leisten können, kann. Und gerade die, die überlegen müssen, schicke ich meine Kinder in den Skikurs mit der Klasse oder Instrumentalunterricht, für die ist es hart. Und da passiert im Folgenden, dass wir an der Gebührenschraube drehen, dann findet dieses Angebot nicht mehr statt. Dann sagt das Kind, ich gehe lieber in den Skikurs. So, und dann haben wir natürlich eine Verringerung des Angebotes. Und das ist natürlich für eine Musikstadt wie Dresden schwierig. Insofern ist das Drehen an der Gebührenschraube keine Lösung. Das nächste ist, zur Elternversammlung haben ja viele hier aus dem Raum das zum Schaulaufen, zum Politischen als Stadtrat genommen, um dort große Reden zu halten. Ich war auch dort, ich habe darauf verzichtet. Wir haben alle am Dienstag die Einladung bekommen zum Schulkonzert Kaiser und die Nachtigall. Technischen Sammlung, da war ich der Einzige, der dort war. Ich habe mir die Zeit genommen, obwohl ich im Büro auch den Schreibtisch voll liegen habe. Sie scheinen nicht zu wissen, dass hier nicht der Instrumentalunterricht im Feuer liegt. Hier liegen ganz andere Dinge im Feuer, die Ihnen gar nicht bewusst sind. Hier geht es zum Beispiel über 200 Schulkonzerte im Jahr, wo für einen geringen Beitrag für 1 oder 2 Euro Kinder mit der Klasse ein Konzert wahrnehmen können, auf künstlerisch höchstem Niveau. Das fällt dann weg. Und das ist die Kultur, die soziale Brennpunkte erreicht, die Junge erreicht, die im Mittelalter die Leute erreicht. Das wird abgestimmt auf jede Altersgruppe gemacht. Und das hat nichts damit zu tun, ob jemand Beiträge bezahlt, sondern das sind dann Sachen, wo dann im Geschäftsplan geguckt werden muss, was streiche ich. Und dann fallen diese breiten Angebote weg. Und insbesondere war das am Dienstag beeindruckend, weil dort auch von der Förderschule von Behinderte dort waren. Menschen mit Einschränkungen, Kinder, die sich dort wirklich wahnsinnig gefreut haben über das Programm. Und wenn sie dort gewesen wären, diese Freude in diesen Kinderaugen gesehen hätten, dann würde ihnen diese Diskussion um das Geld hier ungeheuer schäbig vorkommen. Es ist ungeheuer schäbig, hier um Gehalt zu diskutieren, was diesen Honorarkräften jahrzehntelang vorenthalten worden ist. Das ist ein unglaublicher Skandal, der mit einem Gerichtsurteil beendet werden musste. Hier wurden, selbst die Menschenrechte wurden hier mit Füßen getreten, wo nämlich drinsteht, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das ist nämlich der Grundsatz dieses Urteils, dass gleiche Arbeit gleich bezahlt werden muss. Und dann ist es beschämend, das ist schon angeklungen hier, wofür hier in diesem Rathaus immer ausgegeben wird. Ja, das Sprichwörtliche ist immer die 200.000-Euro-Party des Oberbürgermeisters für seine eigene Reputation. 16 Millionen für die Kosten, Fehlkalkulationen beim Steierstadion. Kein Problem, wird aus dem Haushalt rausgeholt. Dynamo verfehlt die zweite Liga. Kein Problem, haben wir. Insofern denke ich mal, es liegt gar nicht dran, dass wir jetzt Wahlen haben, sondern es ist einfach die Frage, wir sind seit Jahren dort dran, diesen Zustand zu beenden. Insofern finde ich es hier schäbig, dass wir noch
Salti gedreht werden, um mir noch irgendetwas zu verdünnen und zu verhindern. Wir stehen jedenfalls, egal zu welcher Zeit, für eine volle Übernahme der Honorarkräfte in Festanstellung. Vielen Dank. So, mein Vorschlag wäre, Thorsten Hans habe ich natürlich gesehen, mein Vorschlag wäre, die bisher sehr sachlich geführte Debatte jetzt nie weiter zu verschärfen. Ich würde mal fragen, wenn Thorsten Hans noch mal geredet hat, gibt es noch jemanden, der vor der Auszeit den Bedarf sieht? Wenn das nicht der Fall ist, würde Thorsten Hans jetzt reden, dann würden wir 10 Minuten Auszeit machen und dann würden wir in die Abstimmung gehen. Thorsten Hans, bitte. Ich mache es auch kurz und vom Platz und kann gar nicht auf alles eingehen, was Herr Wutz hier vorgetragen hat. Ich will jetzt einfach nur noch mal den Satz, den Sie ja auch noch mal korrigiert vorgetragen haben, im Schlusspunkt 8 hier vortragen, weil es ja auf der Bühne und im Stream die Leute nicht sehen können oder nicht vor sich haben. Wir haben gerade vorhin im Finanzausschuss, auch in der federführenden Fassung, entgegen jetzt dem Wunsch der CDU, die das etwas, ich sag mal, verbessert hat, kann man sagen, oder wie auch immer, wir haben nochmal bekräftigt, dass da steht, der Stadtrat lehnt jede Kürzung des Breitenangebots, in Klammern, wie beispielsweise Schulkonzerte, Familienangebote, Kooperation mit Schulen und Kitas ab. Und das, Sie haben dezidiert was anderes gesagt, Herr Wurz, und ich finde es einfach nicht fair, wenn Sie immer wieder, das ist nicht das erste Mal, die Fakten verdrehen, und deswegen wollte ich das hier gerne einmal noch vorgetragen haben. Okay. Jetzt haben wir es 19 Uhr, 19.10 Uhr wird man in die Abstimmung eintreten.
So, die Fraktionsspitzen können ja mal bitte signalisieren, ob noch jemand fehlt. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle im Saal sind. Ich frage erstmal, gibt es weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht. Und da würden wir vom Abstimmungsverfahren so vorgehen, dass wir also punktweise abstimmen. Zuerst lasse ich den Ergänzungsantrag Wählerfreie Bürger abstimmen, dann wird man Punkt für Punkt entsprechend durchgehen, was den federführenden Ausschussbericht Finanzen angeht. Und damit es alle auch noch mal gehört haben, Punkt 8 würden wir so ändern, dass der Satz bleibt, der Stadtrat lehnt jede Kürzung und so weiter ab. Und das Fettgedruckte kommt dort aus dem Ausschussbericht wieder raus. Okay, dann würde ich zunächst zur Abstimmung stellen, den Ergänzungsantrag Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen, das Stimmzeichen. Das wäre mit 17 Ja, 49 Nein abgelehnt. Und wir würden jetzt zum federführenden Ausschussbericht kommen. Wer dem Punkt 1 zustimmen kann, den bitte ich um das Stundzeichen. Das wäre mit 65 Ja-Stimmen einstimmig so beschlossen. Ich rufe den Punkt 2 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte um das Stundzeichen. Mit 65 Ja, einer Nein, null Enthaltung auch beschlossen. Punkt 3 rufe ich auf. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte um das Stimmzeichen. Ebenfalls so beschlossen. Ich rufe Punkt 4 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ebenfalls so beschlossen. Ich rufe den Punkt 5 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen.
mit 44 Ja, 22 Nein ebenfalls beschlossen. Ich rufe Punkt 6 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 66 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, so beschlossen. Punkt 7, wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 65 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, so beschlossen. Ich rufe den Punkt 8 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 66 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, so beschlossen. Ich rufe den Punkt 9 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ebenfalls mit 66 Ja, keiner Nein, keiner Enthaltung, so beschlossen. Und zum Abschluss rufe ich den Punkt 10 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte um das Stimmzeichen. Mit 36 Ja, 29 Nein, einer Enthaltung, so mehrheitlich beschlossen. Geschäftsordnung, Dana Vorwieser, bitte. Debatte nicht unnötig verlängern. Ich freue mich erstmal sehr über dieses Ergebnis fürs HSKD, möchte aber kurz das Abstimmungsverhalten zum Punkt 10 erläutern, falls es die Kolleginnen und Kollegen noch nicht bemerkt haben. Uns liegt zum folgenden, oder jetzt nicht zeitlich folgenden, aber eigentlich folgenden Tagesordnungspunkt, nämlich der Gebührensatzung, ein Änderungsantrag des Oberbürgermeisters für die heutige Sitzung vor, der nicht vorbereitet ist in den Gremien, heute auch nicht im Finanzausschuss war, und eine noch deutlich über den Punkt 10 hinausgehende Verschärfung in der Gebührensatzung, nämlich zum Beispiel, vielleicht gucken die Kolleginnen und Kollegen vor der Abstimmung noch mal rein, den Wegfall, der weitestgehenden Wegfall der Geschwisterermäßigungen, für den es nicht mal im Kulturausschuss eine Mehrheit gab. Insofern können wir dem auch im nachfolgenden Punkt nicht zustimmen und konnten demzufolge jetzt gerade auch dem Punkt 10 nicht zustimmen. Okay, da würden wir, ich mehr meinen Vorschlag, wenn es dann erhöhten Diskussionsbedarf gibt. Ich hätte es jetzt vorgezogen nochmal als Vorschlag. Wenn das länger braucht, dann machen wir es nicht. Beziehungsweise kann dann Frau Klepsch noch mal erläutern, so wie ich es in der Dienstberatung am Dienstag verstanden habe, ist das ein Auftrag aus dem Kulturausschuss gewesen, den der Oberbürgermeister mit seinem Änderungsantrag umsetzen sollte. Aber wie gesagt, tun wir dann in Ruhe, besprechen ziehen wir jetzt nicht vor, dann würden wir das jetzt, was die Pause angeht, deutlich verzögern wahrscheinlich. Und in der Pause kann ja jeder noch mal genau da reinschauen, was da in dem Änderungsantrag steht. Ich würde trotzdem aber noch mal eine Bitte bringen, dass wir den Tagesordnungspunkt